willkommen bei Wein am Limit, liebe Valinotten. Schön, dass ihr wieder dabei seid in 2017, im neuen Jahr, zu Wein am Limit. Kalifornien ist jetzt das Thema. Heute hatten wir noch eigentlich nie, oder? Hatten wir schon mal Kalifornien? Wenn, dann hatten wir es lange nicht mehr. Und die meisten, die da draußen rumlaufen, kennen eh wenig über kalifornische Weine, obwohl Kalifornien von den amerikanischen Weinanbaugebieten die größte Weinbauproduktion hat, fast 90%. Das, was man hier meistens kriegt, sind die ganz großen Brands. Es gibt ein paar kleine, aber die meisten werden eben vor Ort getrunken, weil die meisten Leute haben über Amerika immer eine ganz komische Meinung, wenn es um Kulinarik geht. Ich kann selbst nur für mich sagen, ich habe selbst in der Nähe von San Francisco gearbeitet. Leute, tolle Produkte, tolle Leute, tolles Essen, tolle Weine. Und das war in den 90ern. Seitdem ist es richtig abgegangen. Es ist natürlich so, dass die Küsten natürlich in Amerika maßgeblich sind für Kulinarik und für Wein. Interessanterweise wird wenig kalifornischer Wein in New York getrunken. Und um das Weingut, um das es jetzt geht, Arno Roberts, das findet man wiederum auf den besten Weinkarten der Stadt. Arno Roberts, um das Weingut, um das jetzt geht, ist so ein bisschen so ein kleiner Indie-Produzent, produzieren nicht viel. Das ist mal aus einer Freundschaft von zwei Weinverrückten, die ziemlich weinvorbelastet sind, hervorgegangen, in eine kleine Lagerhalle in Sonoma und suchen spezielle Weingärten, alte Weingärten, hochgelegene Weingärten, interessante neue Rebsorten, weil die meisten Leute, die über kalifornische Weine reden, denken an Cabernet Sauvignon, Chardonnay, vielleicht noch Merlot, Zinfandel, aber die Vielfalt eigentlich ist in den letzten Jahren viel größer geworden und auch die Weine, die es gibt, sind lange nicht mehr nur so Blockbuster-Weine, wie viele das denken, sondern es gibt viele junge und interessante Betriebe. Fangen wir mal an. Um das Weingut geht es heute. Ach, steht nicht viel drauf. Machen wir es mal so. Arno Roberts, 2015, Trousseau. Arno Roberts, wie gesagt, kleiner, feiner Produzent. Hier sind auch nur ein großes Fuderfass entstanden und ein paar kleinere Fässer. Eine Rebsorte, die ursprünglich aus dem Jura kommt. Wir sind hier in der Appellation Clear Lake, also ein bisschen weiter nördlich, wo es zwar ziemlich tagsüber ziemlich warm wird, aber nachts eben auch kalt. Wir dürfen nicht vergessen, Kalifornien hat starke pazifische, kühle Einflüsse oder auch in den Bergen teilweise gibt es sehr kühle Lagen. Und Trousseau als Rebsorte kommt ja eher im Gebirge vor, also hier in Europa kennen wir es aus dem Jura, also sprich in der Nähe von Lyon in Südfrankreich Richtung Alpen. Oder wir kennen es aus Spanien, da heißt sie dann Bastarda oder Bastardo, eine Rebsorte, die, wie man schon sieht, ziemlich helle Farbe hat hier, ne? Cool, oder? Sieht eigentlich schon aus wie so ein Rosé. Sehr geil. Ich habe mich so gefreut auf diese Weine. Wir haben sie noch, bevor die Kontinentalsperre durch Herrn Trump verhängt wurde, haben wir sie jetzt noch reinbekommen. Bin super happy, dass wir immerhin ein paar Flaschen Arno Roberts bekommen haben. Eine Nase erinnert so ein bisschen an Erdbeeren, die man so ein bisschen so quetscht und manscht. Und das Ganze hier ist auf vulkanischem Gestein. Das hat auch wirklich so eine leicht rauchige Note. Das ist häufig auf vulkanischem Gestein entwickeln, so Weine, eine rauchige Note. Tolle Frucht, völlig bizarr. Würde man nie drauf kommen, dass das aus Kalifornien kommt. Hat auch nur 11,5 Alkohol hier, dieser Wein. Also super leicht. Spucke ich nicht. Ist geil. Säure hinten raus. Schmeckt, sieht aus wie ein Rosé. Duftet ein bisschen wie ein Rosé. Schmeckt aber eigentlich wie Weißwein. Total frisch, super schön straff. Ganz viel Vitalität zeigend. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also für Kalifornien sicherlich ein totales, total einzigartiges Ding. Die danken und Nathan arbeiten hier mit einer Familie, die das ungefähr in den 90er Jahren gepflanzt hat, diesen Weinberg, und dürfen das vinifizieren. Weil sie beide aus sehr alten Familien kommen, haben sie die Möglichkeit, mit all diesen Leuten zu arbeiten und eben an diese, ja, es hat ja so was Bronzeartiges, so was Hellfarbiges, aber es ist irre. Irre, das schmeckt wirklich, wie diese Jura-Weine eben auch schmecken können. So ganz leicht, frisch, zart, duftig, fein, rauchig. Fantastisch so als Essensbegleiter. So alles, was so ein bisschen, ich sag mal, in der Richtung vielleicht so Chinese Duck oder sowas. Also gibt es ja viel in San Francisco, wenn man da schon gewesen ist, gibt es eine hervorragende Küche. Das ist genial dazu.
Den trinke ich nachher noch aus. Das ist so lecker. Das ist teuer, das muss man wirklich dazu sagen. Das ist eine absolute Delikatesse. Das ist nichts für Körpertrinker, das ist nichts für die Leute, die sonst gern kalifornischen Wein trinken. Also, die sonst gern kalifornischen Wein trinken, die wollen natürlich Stereotyp, die wollen Dampfhammer so ein bisschen wum, wum, wum haben. Und das geht hier in die ganz andere Richtung. Und deswegen, es gibt so 5 bis 10 Betriebe in Kalifornien, die werden The New California genannt, weil sie eben früher lesen, weil sie eben ausgefallene arbeiten und ich sag mal nicht nur nach Schema X, sondern eben wirklich versuchen, eine eigene DNA zu entwickeln. Geil, sehr geil. 5 Soul-Punkte von mir. So, jetzt noch ein kleiner Nachtrag. Wir hatten letztes Mal, letzte Folge war ja, wie öffne ich einen Wein, wenn er eine Wachskapsel hat? Diese Weine haben Wachskapsel. Noch ein, irgendein netter Valinant hat mir das gesagt. So kam, er macht es so. Das heißt also, er haut gleich den Korkenzieher durch den Wachs in die Flasche und dann zieht er einfach raus und, siehst du das? Ja, das sieht man gut. Das sieht man ganz gut, ne? Also, und zieht einfach raus, aber jetzt haben wir trotzdem natürlich so ein bisschen hier die Eigenheit, dass natürlich der ganze Wachs, wobei das ist Gott sei Dank hier ein sehr, das ist schon ein relativ weicher Wachs, aber ist gut, ne? Kannst du also auch direkt so machen. Aber du hast natürlich jetzt den Wein, der über den Wachs läuft, ne? Also, tja. Aber einverstanden, wieder was gelernt, beziehungsweise war mir so gar nicht mehr bewusst. Knibbel das jetzt hier mal so ein bisschen ab, damit hier der Wein nicht über. Ding, wie sagt man, den Auslauf da läuft. So, nächster Wein, ein anderer verrückter Weingarten, den die Arne Roberts jetzt gerade erst übernehmen durften, den sie schon immer haben wollten. Das ist der Caesura Vignette. Der ist in Occidental. Also, wenn ich weiß, wer Occidental ist, nicht schlimm. Aber ich weiß es zufällig. Es ist, wenn man so Richtung Bodega Bay fährt, also Sonoma County. Wir sind ja nördlich von San Francisco. Und ziemlich nah an der Küste, sind 3 Kilometer von der Küste entfernt. Und bis vor wenigen Jahren haben viele gesagt, da brauchst du gar nicht zu pflanzen, die Trauben werden nicht richtig reif und und. Das war in den 90ern, als dieser Weingarten angepflanzt wurde. Und seitdem hat sich herausgestellt, es ist einer der interessantesten, vielleicht der interessanteste Weingarten für Syrah, den es in Kalifornien gibt, der wiederum nicht diesen ganz üppigen Stil ergibt, der einen eher frischeren, kühleren Stil ergibt. Das ist der Hammer. Sechs, die haben 6 Fässer davon gemacht. Also wenn man hier reinriecht, dann ist es wirklich eher das, was wir von der Syrah-Traube, eher von der Nordrhone kennen, vom Hermitage. Also es ist eher dieser Blaubeer, Sauerkirsch mit Pfeffer, so ein ganz eleganter, feiner Duft. Das ist legendär, das Zeug. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Es ist ja fantastisch. Der Duft, also allein der Duft ist schon klasse, weil Syrah kann in sehr warmem Klima dazu neigen. Naja, zumindest ergibt es einen sehr ausufernden, sehr üppigen Stil. Dann wird auch meistens mit viel Holz und mit Alkohol unterlegt. Und hier sind wir, auch beim Alkohol sind wir hier. Ich kann es hier, wo steht es hier? Ich finde es gar Ganz nicht. unten, Also, links. ich habe die Brille doch auf. Man hat 13. Also das ist so eher, was wir in Europa auch haben. Also du hast hier so Wahnsinn. Fein, so florale Fliedernoten. Super feiner Wein. Ist das der Hammer? Geil. Ich freue mich so, dass wir die endlich gekriegt haben. Wir haben ja auch lange genug drauf gewartet. Am Gaumen richtig stramm, saftig, frisch. Da tut sich noch nicht viel. Also der Wein braucht ganz bestimmt noch ein bisschen Zeit. Also wenn man ihn jetzt gerne trinken möchte, dann unbedingt ein Essen dazu. Dann vielleicht was Geschmortes dazu oder was Würziges, was mit viel Gewürzen eben gekocht wurde. Ja, aber das ist wirklich eigenständig. Das ist wirklich klasse. Es ist eher die kühle Frucht, die man so vom Syrah vielleicht nicht kennt oder gerade aus Amerika nicht kennt, wo man eher vielleicht die wärmeren Exemplare kennt. Das ist hier die spannende Variante, wenn man eben ganz nah an die Küste geht, der Pazifik dort ist. Saukalt. Und dann kriegt man so etwas, was eigentlich so überhaupt nicht dem Stereotypen entspricht und mit dieser unglaublich feinen, duftigen Nase. So, Cherry Coke Noten auch. Willst du mal probieren? Weißer Pfeffer und hinten raus die Säure. Wahnsinn! Alter, der hat so viel, der ist so straff.
Der hat so viel Zucht, der Wein. Und du hast nicht das Gefühl, dass das irgendwie schwer ist. Auch die ganze Weinbereitung hier bei den Jungs ist wirklich, also keep your hands off, so wenig wie möglich, nur das, was nötig ist. Und dann eben mit dieser unglaublichen Klarheit. Kein Wunder, dass man das in New York, im 11 Madison Park oder im Le Bernardin und in anderen Plätzen sieht. Ich glaube, weil die New Yorker Weinszene sich doch sehr stark Richtung Europa orientiert. Und das hat ganz, ganz viel davon. Das Zeug ist Kult. Also in Amerika kriegt man kaum davon Flaschen. Und naja, wir kriegen immer hin jetzt was. Und es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Leute, wenn ihr mal The New California kennenlernen wollt, das ist ein ganz sicherlich wichtiger Baustein, was die beiden Partner hier, Nathan und Duncan, leisten. Und ja, damit hat man nicht nur Freude im Glas, damit hat man richtig Spaß im Glas. Das ist sauteuer, das wissen wir. Aber es ist im Vergleich zu den großen Kultweinen Kaliforniens, ist es sehr günstig, obwohl das sicherlich unter vielen jüngeren Winzern und Produzenten und Sommeliers vielleicht noch mehr manchmal kultig ist als das, was schon sowieso etabliert ist. In dem Sinne, viel Spaß mit den Weinen im Glas und mit The New California. Ciao!